Ja, also hallo Carsten. Wir haben dich eingeladen. CETA und Bildungspolitik. Was rollt da auf uns zu? Ja, was rollt da auf uns zu? Also bei CETA besteht einfach die Gefahr, dass sozusagen durch, ja, dadurch, dass eben der Subventionsvorbehalt für den Bildungsbereich nicht dezidiert ausgenommen worden ist, eben die Gefahr besteht, dass Konzerne, die eben Bildungsanbieter sind, sozusagen die gleichen Rechte bekommen wie staatliche Institutionen hier in Deutschland, die eben Träger von Bildung sind. Also sprich Universitäten, Hochschulen und vor allem eben Träger aus der Weiterbildung. Mhm. Das heißt konkret, die werden wahrscheinlich die Leute auch später bezahlen. Werden dann auch eigene Standards setzen? Sie werden eigene Standards setzen. Also das ist ja nun seit längerem auch schon durchaus Plan dieser Bildungskonzerne, dass eben dass man eben mit eigenen Zertifikaten, mit eigenen Lerninhalten eben auch versucht, auf den Markt zu gehen. Das Kernproblem, wie gesagt, bis heute ist es so, dass es eben diesen Subventionsvorbehalt gibt. Das heißt eben, dass die einzelnen Staaten eben ihr Bildungssystem ausfinanzieren können und eben andere darauf, also auf das Geld, das in diese staatlichen Einrichtungen fließt, eben keinen Anspruch haben und diesen auch nicht einklagen können. Mit CETA wäre sozusagen zumindest nicht ausgeschlossen oder sagen wir es mal so, die Tür geöffnet, dass eben sozusagen dieser Anspruch bestehen könnte. Und sicherlich ist ja heute auch schon mal diese Problematik in den Schiedsgerichten diskutiert worden. Das wäre dann so ein Punkt, wo man sich dann möglicherweise wieder treffe, wenn es eben um die Verteilung von Geldern geht. Hätte das auch irgendwelche Einflüsse auf irgendwelche Bildungsabschlüsse? Das kann man auf keinen Fall ausschließen. Also das ist völlig klar. Natürlich würde sich in einem solchen Fall, wie gesagt, wir haben jetzt das Worst-Case-Szenario vor Augen, aber wenn das natürlich so käme, hätte das sicherlich auch Auswirkungen auf Bildungsinhalte, sicherlich dann auch auf die Bildungsfinanzierung. Denn völlig klar ist, wenn der gleiche Kuchen unter mehreren Leuten aufgeteilt werden muss, bleibt für jeden Einzelnen weniger. Das heißt, die Frage ist dann, wie wird das Geld dann für die Bildungsleistung eben beschafft, für die Finanzierung der Bildungseinrichtungen beschafft. Und da ist man dann ganz schnell auch wieder bei dem Thema Studiengebühren, Gebühren für Kurse in der Weiterbildung und so weiter. Das steht dann natürlich alles nicht explizit drin, klar. Mhm. Aber das ist eben das, was dann auf subtile Art und Weise durch solche Abkommen eben dann als Dritt- oder Viertwirkung sozusagen eben erzielt werden könnte. Und vielleicht ein Gang nochmal oder ein Blick nochmal zurück. Das ist ja alles auch keine Entwicklung, die jetzt wirklich neu ist. Was vielen Leuten, glaube ich, gerade für den Bildungsbereich entgangen ist, ist, dass es mit der Etablierung der WTO, also der Welthandelsorganisation, im Jahre 1995 bereits eben eine Öffnung der EU-Staaten oder durch die EU-Staaten für Teile des Bereiches Hochschule und Forschung eben gegeben hat. Also gerade für den Bereich der privat finanzierten Dienstleistungen in diesem Bereich. Und eben in Verbindung mit der Dienstleistungsrichtlinie der Europäischen Union, die im Jahr 2006 ja bekanntlich beschlossen worden ist, hat zum Beispiel eine Konsequenz daraus stattgefunden, dass eben Hochschulen und Forschungseinrichtungen eben private Anbieter mit ihren Bildungsangeboten, also die was kosten, eben nicht unterbieten dürfen. Das heißt, die Weiterbildungsmaßnahmen, die Hochschulen anbieten, müssen alle zu Vollkosten angeboten werden. Aufgrund dieser EU-Dienstleistungsrichtlinie. Also hat man da schon praktisch, denkt das schon an mit dieser sogenannten Liberalisierung des Bildungsmarktes? Ja, das kann man zumindest in diesen, ich sag mal jetzt mal, Teilsegmenten, das sind ja wirklich nur Teilsegmente, das betrifft verhältnismäßig wenig Angebote heute, aber es sind eben, wie gesagt, Teilsegmente, in denen man die Auswirkungen dieser Dinge spüren kann. Und deswegen muss man eben auf das subtile Einwirken und das subtile Hineingehen in diese Systeme im Hinweis. Ja, du bist ja auch langjähriger Gewerkschafter, du bist ja auch beim DGB weiterhin aktiv. Und der DGB stellt sich eigentlich auch gegen diese Freihandelsabkommen, gegen diese Konzernermächtigungsabkommen. Weswegen? Arbeitnehmerrechte, glaube ich. Ne? Es geht vor allem um Arbeitnehmerrechte, es geht um Standards, was die Arbeitnehmerrechte angeht, das hat mit den Löhnen zu tun, das geht mit Arbeitszeiten weiter. Mindestlohn ist ja nun ein Erfolg der vergangenen Jahre. Das sind zum Beispiel Standards, die dann möglicherweise auch ausgehöhlt werden könnten, die beklagt werden könnten, weil sie eben als Handelshemmnisse, als Kostentreiber gelten dürften.
oder gelten würden und die dann eben auch von Konzernen möglicherweise angegriffen werden. Ne? Umweltstandards ist ein weiteres Thema, darum geht es auch. Vielleicht noch eine Information. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert im Vorfeld dieser Veranstaltung. Also im Juni diesen Jahres, Anfang dieses Jahres hat das EU-Parlament für die Verhandlungen mit TTIP beschlossen, dass eben Bildung wie auch Wasserversorgung, ÖPNV, Gesundheits- und Sozialdienste und die Sozialversicherung aus dem Bildungsfall herausgenommen werden sollen. Aber eben nur für die Verhandlungen. Ja? Aha. Das ist ja wieder, es kommt ja immer mehr, so ans Tageslicht, was so schon passiert ist. Zum Thema Umwelt möchte ich nur sagen, also im Rahmen der CETA-Verhandlungen mit Kanada hat die kanadische Verhandlungskommission mit einem Abbruch gedroht der Verhandlungen, wenn in Europa weiter die doch sehr strenge Kraftstoffrichtlinie in Kraft bleibt. Was heißt das? Die besagt, dass in Europa zum Beispiel keine Öle oder kein Rohstoff aus Teersanden verarbeitet werden darf. Wenn man sich das anguckt in Kanada, wie das aussieht, da wo die Teersande gefördert werden, da kann man nur sagen, das ist tot. Dort werden Milliarden Liter Wasser verbraucht und in riesigen Stauseen gesammelt. Das ist Sondermüll unter freiem Himmel. Aber die EU ist da schon eingeknickt. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ob das so gut ist, diese ganze Freihandelsgeschichte, da drängt sich mir immer mehr so die große Frage auf, ob wir nicht hingehen müssen und endlich mal sagen müssen, wir brauchen einen fairen Welthandel, einen solidarischen Welthandel. Und müllen halt auch die afrikanischen Staaten nicht mit unseren Geflügelschlachtabfällen voll, die hier in Deutschland teuer entsorgt werden müssten. Aber Hähnchenfüße und sonstige Innereien lassen sich in Afrika noch relativ gut verkaufen. Nur in Afrika passiert dann halt dadurch, dass sich die kleinbäuerliche Kultur überhaupt nicht entwickeln kann. Weil es ist natürlich viel zu teuer, selber ein Hähnchen aufzuziehen und es auf dem Markt zu verkaufen, als die Schlachtabfälle dort zu vermarkten. Ja, Carsten, es ist eigentlich unglaublich, was mit uns da jetzt gerade passiert im Moment. So kann man das sehen. Ich würde aber sozusagen nicht immer die Hoffnung gleich aufgeben, weil ich meine, es ist A, wichtig, dass wir was dagegen tun. Deswegen ist es auch gut, dass viele Leute heute hier sind und das Ganze mitbekommen und sich beteiligen. Es gibt aber durchaus auch Lichtblicke. Das sollte man auch nicht ganz aus den Augen verlieren. Es gab im Juni diesen Jahres eine wirklich historische Resolution der Vereinten Nationen. Jetzt sind wir wieder beim Thema Bildung, und zwar, dass die Staaten aufgefordert werden, private Bildungsträger zu regulieren und stärker in staatliche Bildung zu investieren. Also um eben, Zitat, negative Auswirkungen der Kommerzialisierung von Bildung zu mindern. Also es gibt durchaus... Ja, mit der Bildung ist es, glaube ich, genauso wie mit Strom und Wasser. Das ist ein Menschenrecht. Das ist ein Grundrecht, klar. Es ist ein Grundrecht. Menschenrecht. Und was jetzt zumindest zeigt, dass da eben auch konkurrierende Interessen sind und das ist eben nötig und richtig und wichtig ist, dass wir uns da einmischen. Ja, dann danke ich dir, Carsten.